wir sind hier im Ozeaneum in Stralsund und wir sind von der Haustechnik. Man ist im ganzen Haus unterwegs und hat von der Haustechnik, Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Aquarientechnik alles im Blick und muss sich auch um alles kümmern. Wir verfolgen ja auch gerade hier an der Küste die Pegelstände und da haben wir schon im Vorfeld dann die Info, jetzt könnte bei der Windrichtung doch es zu Hochwasser kommen. Man setzt die Alarmkette ein und wir versuchen in kürzester Zeit unser Equipment, das heißt Hochwasserschutzwand, ranzubekommen. Das Teamwork ist in dem Falle wichtig. Alleine sind erstmal diese Elemente nicht zu transportieren und auch nicht zu handeln. Und da ist das Zusammenspiel von den Leuten, die hier an der Wand arbeiten, doch schon absolut wichtig. Das Teamwork klappt eigentlich nur, wenn man in kürzester Zeit mit gutem Werkzeug und auch einsatzbereitem Werkzeug die Arbeitsaufgabe lösen kann. Das jetzt erprobte Werkzeug ist sehr handlich und sehr leicht. Es liegt gut in der Hand. Man kann da schon ermüdungsfrei mit arbeiten. Und es ist auch wichtig, wenn der Fall eintritt, dass man wirklich schnell ist und auch ermüdungsfrei das hinbekommt. Für die Verlässlichkeit des Werkzeugs ist es in dem Falle wichtig, weil die Werte, die wir hier schützen mit dieser Wand, ja doch schon einen beträchtlichen Wert darstellen. Also das muss schon relativ fix gehen und auch natürlich in dem Falle, wenn es denn soweit ist, funktionieren. Also man freut sich schon drauf, weil man kann das Geübte dann vielleicht mal anwenden. Aber andererseits ist es ja auch ein Ernstfall, wo es heißt, ja, schnell zu sein und es muss auch alles klappen.